So. Dann gucken wir erstmal, dass wir die Punkte verteilen, die wir noch haben. Also die Seelen. Ein Punkt in Stärke. Da sind wir da schon mal auf 25. Entfachen können wir nicht. Wir sind Hülle. Also erstmal raus. Und dann benutzen wir ein paar Menschlichkeitsdinger. Haben wir ja 24. Und nochmal. So, und noch einmal. Und ich hätte das, glaube ich, auch vom Menü, vom Quick-Menü aus machen können. Ich habe die nämlich, glaube ich, noch da drin. So, ja, genau, hätte ich drin gehabt. Also, dann entfachen wir mal das Leuchtfeuer hier. Erstmal natürlich die Aushöhlung umkehren. So. Und entfachen. Und nochmal entfachen. Und ein letztes Mal entfachen. So. Wir haben volle Tränke und wir sind bereit, wieder loszugehen. Diesmal kommen wir ja, Gott sei Dank, durch den Haupteingang rein. Trotzdem müssen wir aber die Untoten hier loswerden. Die möchte ich nämlich nicht im Nacken haben. So, einmal kurz heilen. Und die Phalanx da drüben lassen wir erstmal in Ruhe. Wir gucken uns erstmal den Friedhof an. Also ja, das hier könnte man als Friedhof bezeichnen. So, weg mit dem einen Fackelzieh, weg mit dem zweiten. Der Friedhof ist nämlich eine Gemeindegegend. Und ja, für den Friedhof ändere ich mal meine Ringe. Flammensteinplattenring. Denn hier kommt was Böses auf uns zu. Erstmal gucken, dass wir so schnell wie möglich die Zombies hier loswerden. Ach ja, und hier hinter können wir uns auch mal kurz umgucken. Hier ist nämlich was versteckt. Säureflut. Ja, da kommen schon mal zwei Zombies. Oder zwei Hüllen. Angerannt und stolpert irgendwo runter. Ach komm. Machen wir schnell und schmerzlos. Oder auch nicht. Und weg mit denen. So, und jetzt müssen wir kurz warten. Oder uns hier unten ein bisschen rumtreiben, glaube ich. Na komm. Genau. Genau, der Finstergeist, der König. So und so. Nein, du machst keine bösen Zauber. Stirb. 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 Genau. Dankeschön fürs Sterben. Ah. Yay, Menschlichkeit erhalten. Und eine Kerbenpeitsche. Ja, das war der untote König, Jemaya, oder wie man ihn auch immer ausspricht, der König von Xanthus. Sein Set werden wir nachher auch noch kriegen, jetzt da wir ihn getötet haben. So, Seele von Kriegern, und das müsste es dann hier auf dem Friedhof gewesen sein. So, mal kurz euch die Peitsche zeigen. Dum, 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 Kerbenpeitsche nämlich.
Peitsche mit spitzen Stacheln, mit geringer Wirkung auf Rüstung oder kräftige Schuppen, aber recht beeindruckend gegen Gegner mit nackter Haut, verursacht außerdem schwere Blutungen. Also ja, ist eine böse Blutungswaffe. Und bringt uns allerdings nicht viel, da wir ja eher auf Schwerter gehen. Also kommt sie in die bodenlose Kiste. So, bevor wir jetzt die Phalanx immer noch meiden, gucken wir mal kurz die Treppe hier hoch. Weil hier gibt es auch noch ein paar interessante Gebiete. Also erst einmal könnten wir hier runter, das machen wir allerdings ganz zum Schluss. Und wir können hier drüben weitergehen. Wow, Fackelträger. Wow. Das ist nicht so nett. Erstmal werden wir da oben vom Bogenschützen geschossen. Und dann werden wir hier auch noch reingekistelt. So, Fackelträger weg. Seele von einem Urkrieger sammeln. Ja, wir werden da drüben angefackelt. Ja, bloß weg hier. Kurz Heilung einwerfen. Und dann kümmern wir uns jetzt um die Phalanx mal. Die Phalanx ist nämlich ein sehr nettes Viehzeug. Sagt er und geht gleich drauf, wenn er nicht aufpasst. Ja, geht er gleich drauf. So, weg mit euch. Sterbt. Nein, nicht mich töten. Ich habe keine Lust zu sterben. Wow. Ja, die Phalanx stirbt sehr schnell und gibt dafür, dass sie so schnell stirbt, eine gute Menge Seelen ab. Das heißt, die Phalanx wird unser Farmgebiet für Seelen bekommen. So, ein Speer. Eine Flasche trinken, umgucken. Denn zum einen ist hier was versteckt. Die Seele eines Ritters. Gar nicht mal so schlecht. Und hier ist was versteckt. Menschlichkeit. Ja genau, die haben wir von dort oben runtergeschossen. Gut. Dann sag ich mal weiter Zeug ein. Ein Ring der Opferung. Und das müsste es hier gewesen sein. Hier ist übrigens ein kleiner Nebenraum. Wie man sehen kann, kommt man von unten aus da hoch. Aber man sieht hier nichts. Also jedenfalls aus dem Blickwinkel nicht. Das ist entweder wieder ein Bug. Oder es ist so gewollt, weil dort ist auch etwas noch versteckt für uns. Was wir uns später holen werden. So, jetzt haben wir aber erst nur ein Rendezvous mit einem Gammeldrachen. So, dafür gehen wir wieder hier den Weg zurück. Hier hoch. Und wecken den Guten mal wieder auf. Erstmal fällt wieder sein Flügel ab. Na, bist du wach? Ja, er scheint aufzuwachen. Gut. So, der ist übel gelaunt. Also, Taktik bei ihm. Wir lassen ihn Gift spucken. Normalerweise. Schlagen einmal irgendwo in die Pampa. Lassen ihn gleich nochmal da unten Gift spucken. Und verpassen ihm einmal eine. So, jetzt wenn er hier oben Gift spuckt, können wir hier unten gegen seinen Fuß schlagen. Und wenn er hier unten Gift spuckt, können wir einfach wieder hochgehen. Au. Oder einfach mal vor das Gift abkriegen. Genau. Spuck schön da unten Gift. Wow, Kamera. Ich trinke mal einen Schluck.
So, genau, spuck schön da unten dein Gift. Wow. Au. Und genau das passiert, wenn man sich übernimmt. Gut. Neuer Versuch. Komm her, du. Und ich glaube, ich versuch's mal einhändig dann. So, weg mit euch beiden. Und nochmal die Phalanx töten, damit die uns nicht im Weg ist. Und nochmal ihre Seelen abstauben. Wow. Kurz heilen. So genau wollte ich das nämlich gar nicht wissen. So. Phalanx weg. Wenn man gut ist, kann man sie auch sehr schön ausmanipulieren. Wow, aber gegen ihre Schilde schlagen ist keine gute Idee. So. Ja. Au. So, weg mit dir. Und weg mit dir. Und mit dir da. Und kurz heilen. So, 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 so. Und weg. Danke für 8000 Seelen. Okay, es waren nur 7000, weil die drei Untoten vorher ja auch über 1000 Seelen an mich abgedrückt haben. Netterweise. So. Dann geht's wieder hier hoch. Und zurück zu unserem Gammeldrachenfreund. Und ich hätte gerne den richtig dicken Seelenhaufen wieder, den er mir zurückgelassen hat. Dankeschön. So. Sacken wir die Seele des stolzen Kriegers ein, bis er mal aufwacht. So, und dann stellen wir uns am besten hier hinten auf. Warten, bis er kommt. Ja, brüll mal schön. Und genau. Das war zu früh. Genau, schlag noch. Spuck noch mal da oben. Boah. Das ist hier unten. Hier unten ist nicht schön. Spuck hier oben. Ach man. Sei mal nicht so. Genau, spuck schön hier oben. So, das war ein Treffer. So, wieder hier oben spucken bitte. Nein, er spuckt nochmal unten. Aber gut, so treffen wir ihn auch. Wow. Haha, diesmal waren wir weit genug weg. Genau, spuck hier oben. So, und wegrennen. Lieber wegrennen. Wow. Ja, zuschnappen kann er auch. Genau, Spuckgift. Und ich hau auf deinen großen Zeh. Ja, der da ist definitiv schwieriger als sein Verwandter im Drachental. Genau. Oben spucken, unten spucken. Vor allem aus der Perspektive, aus der wir angreifen müssen. Ist das schon ein bisschen... Ja. Hat er selber ein bisschen mehr Spielraum.
Nein, zubeißen ist nicht gut. Also ja, den anderen konnten wir von der Seite aus angreifen. Da hat er nicht so viel spucken können und auch nicht so viel zuschlagen. Außer wir waren halt zu nah an seiner Kralle. So. Spuckgift. Spuckt er doch mal da unten. So. Wir verpieseln uns. Weil er schlägt mit seiner Kralle zu.